Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde des Schuhwidu-Erklär-Videokanals. Ich habe mir heute wieder ein ganz tolles, spannendes Thema herausgesucht und zwar Fachhandelswissens Influencer, Internet. Wen es einfach interessiert, der bleibt dran. Wir haben wieder viel zu erzählen oder ich habe wieder viel zu erzählen. Bis gleich. Hallo liebe Eltern und hallo liebe Zuseher des Schuhwidu-YouTube-Kanals. Spannendes Thema heute und zwar, wie weit wirkt das Internet auf unsere Kunden aus? Und der eine oder andere wird es ja schon gemerkt haben, dass es ohne Internet ja gar nicht geht. Was natürlich, ich sage mal, zum einen als Segen gedacht ist oder für viele als Segen gedacht ist, weil sie dann damit kaum noch die eigenen vier Wände verlassen müssen, ist zum Beispiel auch ein bisschen zum Fluch gerade für den örtlichen Fachhandel geworden. Nun muss man ja immer sagen, die Geschäfte, der Fachhandel an sich ist ja sozusagen das Gesicht der Straße einer Stadt. Wenn eine Stadt am Sterben ist, was ist, als wer geht als erstes? Es sind im Grunde genommen die Geschäfte. Jetzt hat der Kunde sozusagen immer diese Maßgabe, die Prämisse in der Hand. Er hat es selber in der Hand. Wo gebe ich mein Geld aus? Wo gehe ich hin? Wo kaufe ich? Und da ist natürlich dann, ich sage jetzt, das Internet natürlich innerhalb der letzten 2 Jahre extrem in der Nachfrage gestiegen, ganz einfach, weil es einfach bequemer ist. Und weil man natürlich auch da den Zeitfaktor, ich sag mal, vollkommen außer Acht lassen. Ich kann ja 24 Stunden lang am Tag im Internet bestellen. Das Geschäft vor Ort hat ja nur eine begrenzte Öffnungszeit und manchmal passt mir das auch nicht unbedingt in mein privates Zeitfensterkram hinein, in meine Familienplanung hinein, weil das eh schon meistens viel zu voll gestückt ist. Und damit hat natürlich das Internet sozusagen ist der große Gewinner. Also wir merken das natürlich auch und es wäre sehr blauäugig von uns zu behaupten, wir würden es nicht spüren. Was natürlich dann aber auch mit zum Tragen kommt, sind die sogenannten Influencer. Da gibt es ja nur heutzutage das neue Berufsbild des Influencers, wo also, ich sag mal, jedes junge Mädchen oder jeder gute Kerl, der sozusagen ein bisschen was auf sich hält und meint, er ist hübsch genug fürs Internet, da versucht, auf dieser Schiene sein großes Geld zu machen. Nun muss man auch natürlich sagen, es gibt einige erfolgreiche Influencer, auf jeden Fall. Die verdienen auch richtig gut Kohle. Davon kann der normale Mensch, der also einer geregelten Arbeit nachgeht, wirklich bloß träumen. Und sie verkaufen natürlich auch Waren, aber ob die Ware jetzt mit den Eigenschaften gut für sie als Kunde ist, wissen sie in dem Moment erstmal nicht. Es ist diese große, schöne, heile Welt des Internetverkaufens und ob das jetzt so für sie, ich sage jetzt mal einfach, es wird in Sportschuh beworben, ein Kinderschuh im allerwenigsten Fall, weil damit lässt sich wahrscheinlich doch nicht so viel Geld verdienen für die Influencer oder es sind noch keine genügend Lieferanten an die Influencer herangetreten. Aber zumindest, ich sag mal, mit alltäglichen Dingen, Modeartikel, Kosmetik, Lifestyle-Getränke, lässt sich da auf jeden Fall eine ganze Menge Geld machen und natürlich auch verdienen. Was ich Ihnen jetzt eigentlich noch nahelegen möchte, wir haben es also gemerkt, dass also, ich sage mal, im Gespräch mit unseren Kunden, dass da schon das Internet zu Rate gezogen wird. Befremdlich finde ich es dann bloß, wenn sozusagen massiv auf Aussagen im Internet gehört oder befolgt werden, ohne zu wissen, ob das eigentlich für mich, für meine Person, für mein Kind wirklich gut ist, ob es da wirklich passt oder ob ich das einfach nur befolge. Ne, das hat die ja gesagt, die muss das ja wissen. Die weiß das gar nicht, die da im Internet, die Influencerin. Sie wird dafür bezahlt, diese Aussage zu tätigen. Ob sie selber dahinter steht, ist ja wieder noch eine ganz andere Sache. Und wir hier im Fachgeschäft versuchen das natürlich allmählich, oder wir versuchen das jeden Tag im Grunde genommen mit unseren Kunden nahezubringen, wie wichtig eine Bedienung, eine Beratung und vor allen Dingen eine professionelle, auf den Fuß oder auf die Bedürfnisse des Fußes des Kindes ausgerichtete Beratung ist. Nicht umsonst haben wir bei uns also das Logo, wir wollen, dass es passt, sondern also wir haben das Logo, wir wollen, dass es passt und nicht, ich verkaufe Ihnen irgendwas. Ja,
weil dann, glaube ich mal, wären wir nicht hier schon in Leipzig die 15 Jahre plus am Markt, sondern ich sage, dann hätten wir wahrscheinlich nicht mal die ersten 3 Jahre als Start-up-Unternehmen sozusagen gemeistert. Wichtig ist vor allen Dingen, sage ich mal, wenn Sie sich Informationen aus dem Internet holen, informieren Sie sich trotzdem. Informieren Sie sich trotzdem über andere Kanäle, über andere Anbieter, über die Schlagwörter, die ja meistens mitgeliefert werden. Trifft das überhaupt für mich zu, was ich da brauche? Ist es denn überhaupt für meinen Fuß gut? Denn ich sage es mal jetzt an einem groben Beispiel. Wenn zum Beispiel der Kunde XY zu uns kommt und sagt, warum haben Sie keine Wildlinge? Oder wir sind große Wildlingskäufer. Wir bevorzugen diese Marke, wir stehen dahinter, wir möchten das. Man sieht das auch meistens schon an den Schuhtypen, die dann die Eltern selber anhaben, wo man dann weiß, in welche Richtung das gehen wird, das Verkaufs- und Beratungsgespräch. Und dann müssen wir aber mitunter auch schon mal klarstellen, dass dieser Lieferant eben halt nichts für den Fußtyp des Kindes ist, weil das Kind einen ganz anderen Fußtyp hat, als der Lieferant zum Beispiel vor seinem inneren Auge hat, wenn er seine Schuhe halt produziert. Und das ist ja eben gerade diese gesamte Firmenphilosophie, die ja wirklich manchmal super toll ist, wo ich aber sagen muss, es passt nicht immer alles an den Fuß, den das Kind jetzt gerade hat oder den die Eltern jetzt gerade beschuhen wollen. Also, liebe Leute, liebe Eltern, das Fazit generell ist, Internet ist gut, aber nicht alles, was aus dem Internet kommt, ist auch wirklich treffend für euch. Holt euch die Beratung und ich sag mal, keine Verkäuferin nimmt es euch übel oder kein Geschäftsinhaber nimmt es euch übel, wenn ihr sagt, wir wollen uns erstmal nur beraten lassen. Was wir allerdings dann schon einschränken müssen, wenn wir merken, es geht dann Richtung Beratungsklau. Ne? So nach dem Motto, wir lassen uns jetzt hier beraten, wir lassen uns jetzt hier die Füße ausmessen. Ach, und dann weiß, bin ich doch so richtig gut informiert und dann kaufe ich meine Schuhe im Internet. Ist nicht so ganz gut, weil ich sage mal immer wieder, der Beratungsklau und der Kauf im Internet lässt andere Fachgeschäfte sterben. Und letztendlich, wer bleibt dann immer wieder auf der Strecke? Wenn ich im Internet meinen Euro ausgebe, kriegt es halt nicht der Fachhändler vor Ort, sondern eben halt der Kollege Amazon und wie sie alle heißen. Also, entscheidet euch im Vorfeld, was ihr gerne möchtet. Wir als Fachhändler stehen euch auf jeden Fall zur Seite und vor allem mit all unserem Wissen, Herzblut und was es sonst noch so gibt. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen auf euren Besuch. Trotz Internet.